Ich hoffe, ihr seid hyped. Ich bin's auf jeden Fall. Und schreibt mir doch gerne mal in den Chat, was glaubt ihr, wer holt sich das Ding hier auf Nuke? Wer macht die Map Nummer 1 klar? Ich denke, die hat auf jeden Fall Bock. Macht die ersten zwei starken Frags Panic. Ja. Reicht ja auch, wenn man einmal auf die Maustaste drückt. Soll ja nicht kaputt gehen dabei. Sehr. Macht aber zumindest einen Mal nach für Euronix Gaming. Trotzdem eine starke Überzahlsituation für die Playing Ducks. Und das ist Wahnsinn, was da reinkommt. Vanik und Aika. Absolut solide. Volle Runde mit dem Force von Euronix Gaming. Einmal mit den Glocks durch, da wollte man durch die Smoke so schnell wie möglich in den Tunnel droppen, aber da wurde zu viel abgeblockt von Sinkley und von Vanik. Sehr, sehr schön nach hinten abgehalten. Aika versucht es nochmal mit der Glock dagegen zu halten, aber die Farmers regelt und damit flawless round für Playing Ducks. Sehr schnell und sehr solide. Die Fullball-Runde für Euronix Gaming. Mit den AKs, einer Krieg und Arnolds mit der MAC-10. Die Playing Ducks bleiben bei den Waffen, gehen da jetzt nicht auf irgendwelche Upgrades. Zweimal MP9 und Farmers, dreimal MP9 sogar. Bleiben da komplett stupide bei den Waffen, sagen sich, okay, wir gehen auf die Close Distance weit, schauen, dass wir die Spieler bekommen und die Waffen einfach so upgraden können, ohne viel Geld zu investieren, einfach um die City-Economy auch besser halten zu können. Kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie Euronix Gaming was er die Sekunde hält. Oh, Alka, schon ein Flag von oben aus Heaven. Hallo, Poste und Arnolds machen das Ganze sehr solide. Holen sich den Spot und die Frags und damit sehr, sehr stark. Und damit haben wir direkt wieder eine Spielpause. Es zieht sich heute gut durch mit den Gamepausen. 2:1 bisher, die Playing Ducks mit der Pistole in der Folgerunde. Euronix dafür mit der ersten Fullball-Situation, die sie hier für sich entscheiden können. Auch mit nur einem einzigen Verlust. Also sehr, sehr solide das Ganze durchgehalten. Die Playing Ducks werden aber eigentlich das Geld haben für den Fullby. Außer man sagt sich, man will wirklich einen ganz, ganz sauberen Buy spielen. Dann müsste man noch eine Pistolrunde dazwischen setzen. Weil Vanek könnte zwar, aber hat dann keine Utility. Und BMLN müsste auf eine Farmers auch mit sehr wenig Utility zurückgreifen. Nach dem Buy jetzt von SyncD zu urteilen, könnte es fast so eine Pistolrunde werden. Um sich einfach wirklich da geldtechnisch sehr, sehr gut zu halten. Also scheinbar doch was Technisches. Dauert jetzt schon recht lang.
So, ich frage mal nach, ob es da irgendwelche Infos zu gibt. So, und es ist eine technische Pause, gerade eben bestätigt worden, von den Playing Ducks gecallt. Ich werde gleich mal herausfinden, was da passiert ist. Ich bin mal investigativ für euch unterwegs. Internetprobleme sind der Grund. Scheinbar ping nicht so, wie er soll. Und das bedeutet, wir warten bzw. hoffen, dass das Internet irgendwann wieder geht. Dass Krimbo seinen Hamster einfach ein schneller laufen lässt. Beziehungsweise Playing Ducks, High Kitty vielleicht oder Aika. Und dann geht das wieder. Ist einfach wieder jemand übers WLAN-Kabel gestolpert. Das passiert schon mal. Das kann vorkommen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es relativ schnell geht und das Internet sich wieder normalisiert. Weil das ist natürlich beim E-Sport so eine Sache, dass man Internet braucht, um den Sport auszuüben. Und das ist ungefähr so wie Fußball spielen ohne Ball. Ist auch eher schwierig. Schauen wir mal. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es jetzt hier weitergeht. So, BML Internet Props. Jetzt scheinbar nicht mehr, weil wir gehen wieder live ins Spiel. Runde Nummer 4 und die Playing Ducks entscheiden sich dazu, hier mit dieser kleinen Pistolrunde erstmal das Ganze locker leicht anzuspielen und sich zu sagen, okay, wir brauchen wirklich volles Equipment, um hier auf der Zielseite durchhalten zu können. Jetzt versucht man das Ganze mit ein bisschen mehr Aggression. Perks bekommt 2 gegen Vanek und Synkti, aber BMLN ist da und kann... Boosty, Krimbo jeweils auch noch mit dabei und damit ist Aika der letzte Überlebende für die Playing Ducks. Er hat eine SG, möchte aber nochmal reinpeaken und Boosty ist da und gewinnt das Ding ohne Probleme. Situation für beide Teams. Und Perks findet die Eröffnung über die Rampe. Dafür ist High Kitty aber zur Stelle. Kriegt aber den schönen Headshot von Seiya. Das war sehr, sehr gut gemacht von ihm. Damit dem Jump. Um High Kitty wirklich keine Chance zu lassen, den Quickscope noch mit reinzubringen. Neuronix Gaming jetzt in der Überzahl. 4 gegen 3. Schön von Perks, macht ja auch direkt den nächsten. Schön von Vanek, aber dagegen gehalten. 2 gegen 3. Playing Ducks. Ja, sind in der Unterzahl. Ich weiß nicht, ob man da jetzt den Retake angeht. Das ist halt der andere Bombspot. BMLN ist auch eine ganze Weile von weg. Und zieht sich jetzt auch wieder zurück durch Secret. Sieht nach einem Safe aus für die Entchen. Und Euronix Gaming wird damit erstmals hier in Führung gehen. Run.
schöner Entry von LK. Gut damit der Tür gehabt. Aber Crimbo ist direkt zur Stelle. Trifft den Headshot gegen BMLN. LK ist es wieder zu da. Lässt sich da nicht von abheben. Hat den Fokus drauf. Die Playing Ducks jetzt in der Überzahlsituation. Trotz des schwachen Beiß. Nur die beiden gesaveten Waffen. Und die haben ihren Job bisher gut gemacht. Beziehungsweise LK mit dem Double Kill an der AWP. Jetzt kommt Fennec dazu. Aber der macht ebenfalls zwei über die Pommes. Und Fennec hält die Runde jetzt aber sowas von stark im Lot für die Playing Ducks. Und damit ist es Crimbo. Er muss ein Ace spielen, aber jetzt kommt von hinten High Kitty. Und er kann nicht überall gleichzeitig hin aimen. Und High Kitty beendet das. Und die Playing Ducks holen sich die Runde. Hier zum 3:3 ohne Buy. Mit den gesaveten Waffen. Starkes Ding von den Enten. Und Euronics Gaming muss nachkaufen und da jetzt eine ganze Menge Geld investieren. Versuch auch wieder. Jetzt ist die Tür offen, wie jemand entsteht, aber oben auf der Pommes und man kriegt die Triple Nate. Sehr schön gespielt, aber Booste ebenfalls erfolgreich und ESG damit jetzt wieder in der 5 gegen 3 Überzahl. Können mit den Smokes Richtung Secret gehen. Schöner Double. LK mit dem ersten kann er noch mal ranhalten, aber Booste ist da und trifft auch hier seinen AWP-Shot. Es kommt dran, das wird ein Bombplant auf dem A-Spot. Und Seja bringt das Ei damit an die gewünschte Stelle. 2 gegen 4, sehr schwerer Retake. Ich denke erneut ein Save für die Playing Ducks hier. Hat wieder seine AWP durchgebracht. Und Wennick mit der SG ist auch weit weg. Also ich denke, dass die halt beide durchkommen. Euronics Gaming holt die Runde. Beide Waffen werden dafür gesaved. Playing Ducks können also hier nochmal nachkaufen. Ein Spiel ist auch wieder nah von Boosty. Sind die? Hält aber Secret. Und das ist eine gute Pose. Da stand noch keiner bis jetzt. Er kriegt aber nur einen. Seja ist direkt da mit der Antwort. Und High Kitty hat Rampe. Gutes Setup von den Playing Ducks. Euronics Gaming kommt trotzdem immer wieder durch. Mit der AWP. Also da läuft aber gerade gut bei Euronics Gaming, muss man sagen. Jedes Duell hier super, super strong. Nächster Plant wieder auf dem A-Spot. Und die Playing Ducks erneut. Einfach mal reingestochen. Hat er jetzt die AWP. Kommt bis in den CT-Spawn. Jetzt bin ich gespannt, ob Seja da
eine Chance hat, weil man kann mit der AWP da schon sehr, sehr gut reinhalten. Damit kein Geld bei den Playing Ducks. Die gesavte AWP für High Kitty. Ansonsten nur Pistolen, die man da reinbauen kann. Von BMNN. Findet da sogar durch den schnellen Kontra-Push gegen Perks den Entry-Frag. Belegt erneut. Sieht nach einem sehr, sehr offenen Safe aus für die Playing Ducks. Dazu sagen, okay, wir finden die Eröffnung, sie kriegen eine AK, sie kriegen die AWP durch, aber mehr da auch nicht gegenzuhalten. Bombe wird auf dem B-Spot geplantet durch die offen gesetzte Rampe. Und damit ist jetzt C eine richtige Position, aber man kriegt hier einiges an Schaden. AK bekommt einen noch hinterher. Oh Gott, Krimbo! Oh, da wird Biden einfach reingesprayt und Krimbo bekommt den Headshot auf seinen eigenen Mate. Und das ist ein 3-Damager. Drei Leute, die man hier rausnimmt von den Playing Ducks, also nicht von den Playing Ducks, aber zumindest sterben drei Leute von Aronix Gaming, was dann Damage-Technik doch gar nicht so schlecht ist. Trotzdem, das Geld ist ziemlich stark bei Aronix. Also da ist schon sehr, sehr viel übrig und die Playing Ducks bräuchten jetzt hier ein paar solide CT-Runden. Jetzt zumindest diese Full-Buy-Situation müssen sie mal verwandeln, weil Aronix Gaming jetzt schon mit 6 Runden auf der T-Seite steht und es ist eine CT-Sided Map. Das kann man einfach nicht anders sagen. Der Anschluss von Booster, der da draußen so einen guten Job macht. Schön von Booster. Findet wieder die Eröffnung über Outside. 5 gegen 4 Situation damit. BMNN ist gestorben und damit haben wir ein Disconnect und ein 5 gegen 3. Super unglücklich für die Playing Ducks, aber ich denke, dass den Disconnect kann man nicht mehr restarten, weil da natürlich schon Schaden gemacht wurde. Busse kommt da nicht mehr ran. Perks jetzt mittlerweile auf dem B-Spot und kann die Bombe legen. Schöne zweite Jahr von High Kitty Venik mit dem nächsten Stecher für die Playing Ducks. Und damit jetzt wirklich mit dem Versuch, diesen Retake zu spielen. Headshot kommt gegen Perks. Und Seiya ist im 1 gegen 3. Macht den ersten, ist jetzt aber bekannt, wo er steht. Boah, sinkt die aber da. Starkes Ding. Diffuse schon durch. High Kitty macht das Ding. Die Playing Ducks holen den Fullball. Wie auch immer. Mit einem Disconnect und was weiß ich. Aber die Runde geht durch. Und damit haben wir ein 4 zu 6. Steht wieder an der Rampe. Krimbo mit dem ersten Shot. BMNN dafür mit der Antwort, aber Krimbo mit 2. Bringt die Überzahlsituation zurück zu Aronix Gaming.
Ja, schön von Aika. Busti setzt aber ebenfalls nach und Krimbo ist jetzt auf der anderen Seite. Lässt sich da einfach nicht verarschen. Hat einen echt guten Point. Und damit ist es jetzt ein 3 gegen 1. Haikiti mit einer großen, großen Schwierigkeit, die Runde zu holen. Kriegt die Bombe erneut geplantet. Jede Runde fast den Bombplant sicher für Ronix. Boah! Krimbo, Mann! Hui! Schaut gar nicht hin, aber dann ist er drauf und dann aber auch direkt im Gesicht. 7 zu 4. Euronix mit weiteren T-Runden. Das ist sehr, sehr viel mittlerweile. Und die Playing Ducks haben wieder nicht so wirklich Geld, um es zu investieren. Sie kaufen trotzdem komplett runter. M4, AWP, MP9, Doppel 7. Und Euronix Gaming ist sehr, sehr stark gerade auf Nuke. Und es ist einfach eine Map, die Euronix Gaming gut spielt. Das kann man nicht abstreiten. Da sind sie einfach stark drauf. Perks jetzt von oben. Macht nochmal einen mehr. Hat von unten Sea. Aber das ist SyncD und Haikiti, die da einen schönen Backfire haben. Und Aika ist bereit für die Tür. Und hat dann eben auch in Main noch genügend Reserven, was das periphere Sehen angeht. Um da den Move zu sehen und rüber zu flicken. Boosty mit 7 HP. Ist mit der AWP nicht das Schlimmste, wenn er den Flick schnell sitzt. Aber trotzdem, Playing Ducks jetzt in der guten Position, die Runde zu holen. Jetzt bin ich gespannt, ob sie die durchbringen. Sekunden. Zeit läuft so langsam ab. Krimbo mit dem Plant. Den nächsten. Damit jetzt 2 gegen 2. Die Bombe liegt. Die Playing Ducks müssen einen Weg da reinfinden irgendwie. Jetzt kommt die Flash durch die Smoke. Oh, man sieht Krimbo sogar. Aber der kann jetzt natürlich mit dem Molotov noch mehr Zeit rausholen. Es tickt und tickt und tickt. Aber schön gegen Boosty gehalten. Krimbo jetzt im 1 gegen 2. Der Undefuse kommt ran. Er muss mit der Flash runter. Aber er kriegt den Headshot nicht durch. Und da ist der Defuse für die Playing Ducks. 5 zu 7. Nochmal eine Runde. Es ist alles unglaublich knapp und sehr hart umkämpft. Aber sie holen sich die Runden. Und das ist erstmal für die Playing Ducks sehr, sehr wichtig auf der CT-Seite. Weil Ronix Gaming ein bisschen Einhalt zu gebieten, was das angeht. Die T-Seite wird nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Aber soweit ist es noch nicht. 5-7 bisher. Noch alles relativ im Lot für beide Teams. Jetzt aber erstmal eine Gamepause. So, bin wieder da. Musste ganz kurz mal schreiben, dass vielleicht einer unserer Mods kommt und sich hier ein bisschen um den Chat kümmert. Das wäre toll. Und BMLN mit dem ersten. Sehr dafür mit dem Ausgleich. C
Zeher macht den zweiten hinterher, bekommt den Double Kill und damit wieder die Überzahl-Situation für Aronix Gaming. Zeher macht den dritten. Okay, kann man natürlich auch so spielen. Zieht dann noch eins, Zeher mit dem vierten. Es ist nur noch Syncti und er ist von links da. Zeher kriegt kein Ace, aber das war eine mehr als solide Leistung von ihm da. Einen nach dem anderen weggezogen. So, vielen Dank an die Mods. Zumindest so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe es jetzt im Chat nicht voll mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass sehr viel gespammt wurde. Und das Problem ist einfach, dass ich nicht moderieren kann, während ich hier am Kasten bin. Und deswegen, ja, überlasse ich das den vertrauensvollen Händen unserer Mods, die das bestimmt sehr gut machen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und das jetzt ein bisschen in den Griff kriegt. Und Aronix Gaming nimmt dann die nächste Runde mit. 8:5 damit jetzt mit 3 Runden Vorsprung. Und die Playing Ducks müssen eigentlich ein bisschen sparen. Aber man geht hier wieder mit den Pistols in den Ball. Versucht da wieder das gleiche wieder rauszubringen quasi gegen Aronix Gaming. Zweiten sieht man ebenfalls, man sieht sogar drei, kann damit also jetzt sehr, sehr gut über zwei Positionen spielen, Arnolds und Zeher, jeweils mit den Fracks. Und damit ist der A-Spot frei, der wird jetzt auch eingenommen. Und die Playing Ducks im 2 gegen 5. Oh, man sieht ihn noch, kurz bevor die Smoke flayt und damit, ja, sich eröffnet zur tödlichen Falle für HiKT. Was ein Headshot, sieht da Vennik und nimmt einfach nur das Gesicht mit. Und Krembo pusht jetzt von hinten gegen HiKT. Da ist der Headshot da. Und man macht die 9. Runde sicher. Sehr viele T-Runden, sehr starke Performance von Aronix Gaming. Und damit sind wir in der letzten Runde der ersten Halbzeit für die Playing Ducks. Wird auch das kein schöner Kauf werden. Eine AWP, eine M4, ansonsten MP9s und Pistols. Auch utility-mäßig hat man quasi gar nichts zur Verfügung. Und das heißt jetzt irgendwie noch die Runde über die Bühne bringen oder Aronix Gaming holt sich auf der T-Side von Nuke die Double Digits. Und das wäre natürlich schon ein ganz schön harter Vorsprung. Dann denke ich, wird es eine ganz schwere Sache für die Playing Ducks auf der T-Side. Dann muss da richtig viel passieren. Krimo mit dem ersten, Krimo mit dem zweiten. Hat da jetzt die absoluten Schellen ausgepackt und er macht den dritten. Der Typ ist so krass auf dem Kopf. Das ist Wahnsinn. 16 Jahre alt und schießt einfach alles um. Boosty mit dem nächsten und damit ist es nur noch HiKT, der jetzt mit der AWP gegen 3 ran muss. Er kriegt den ersten. Bombe wird trotzdem eiskalt durchgelegt. Und damit HiKT im 1 gegen 2 Versuch. Noch ein Molotov. HiKT muss jetzt irgendwann durch. Droppt runter, schafft den Quickscope nicht und Perks finisht die Runde. Aronix Gaming nach der ersten Halbzeit bereits auf der T-Side auf den Double Digits. Das heißt, jetzt die CT Pistol Round. Und das wäre ein hartes Nest für die Playing Ducks. Wichtige Pistol, wichtiger Start in die zweite Halbzeit, um das hier nochmal zu drehen und das Comeback real zu machen. Haben wir letzte Runde der ersten Halbzeit überschritten, sind in der Pistol Round Nummer 2 auf Nuke und die Playing Ducks müssen sich da jetzt was sehr Gutes überlegen, um die hier irgendwie definitiv aufs Konto zu bekommen. Die hat eine gute Position da oben. Und er hört die Steps halt. Er kann da echt gut mitarbeiten. Jetzt auch viel Info rausgeben fürs Team. Oh,
sind die aber mit den ersten zwei. Machen da schöne Eröffnungsfrags in Richtung A. Die Headshots kommen nicht durch. Perks aber dafür jetzt über Main. Kann vielleicht nochmal Richtung Heaven kommen, aber Aika hat da gute Shots im Blick und High Kitty macht ebenfalls den Kopf. Jetzt geht rein. Jetzt geht rein bei den Ducks. Pistols können sie. Sehr im 1 gegen 4. Jetzt noch im 1 gegen 3. Sieht oben auf der Box. Beziehungsweise auf dem Reaktor Aika, aber da geht einfach der Headshot auch nicht schnell genug rum. Und jetzt ist man da bereit, alles abzuchecken. Und das wird die Pistol Round werden für die Playing Ducks. Wichtiges Ding. Solide mitgenommen. Damit jetzt dabei. Oh, die Playing Ducks. Uiuiui. Auf geht's. 4 AKs direkt in der zweiten Runde. Also da jetzt wirklich reingekauft. Bis zum absoluten Anschlag. Ironix Gaming macht eine Full Eco. Kauft da nicht gegen. Die Playing Ducks dürfen die Runde auf keinen Fall verlieren. Und am besten auch mit mehr als 3 Mann überleben. Die Runde gegen Perks. Krimbo fällt ebenfalls sehr, sehr schnell. Da kriegt sogar Wenig noch die Kontrolle rein und macht den beiden mit dem Spray dann zu Ende. Aika ebenfalls oben. Kaum Schaden gefressen und damit die Flawless Round, die man gebraucht hat bei den Playing Ducks. Sehr, sehr schön gespielt. Jetzt aber auch der Fullby von Ironix Gaming, was die ganze Sache bestimmt nicht einfacher macht für die Playing Ducks. Langsamer über Outside, kommt da aber gut durch von den Playing Ducks. Der Schaden da zu gering. Damit jetzt komplett unten eingenommen. Synchdi geht close Richtung Venix. Jetzt muss gepusht werden, jetzt muss gepusht werden, aber nicht so laut. Ach, das war nicht confident genug gespielt von Ironix. Da die Situation im Doppelpeak. Sehr eröffnet. Oder beziehungsweise setzt das Ganze aber wieder nach. Mit dem Shot über Outside. Boosty immer wieder mit den Peaks. Hat dann super Timing für die Tür. Nimmt die nächsten raus. Sinkt die. War schon angeschossen. Damit Unterzahlsituation für die Playing Ducks. Boosty jetzt nochmal von unten. Hält auch da eben Secret zur Kontrolle. Wenig aber über Heaven auf. Das ist eine gute Position, weil Arnold kann sich jetzt nicht mehr auf ein Ziel fokussieren. Aber da geht man ein Stück zu weit vor. Und da kommt der Hatcher durch. Jetzt kann Arnold natürlich ein bisschen um den Pillar rummoven. Er kriegt das sogar hin. Und spielt sie einfach aus. Jetzt aber der Frag da für den Double von hinten. Boosty zur Unterstützung. Gut. Einfach ein bisschen gebaitet. Und Ironix Gaming mit einem schönen Teamplay zum 11:7. Macht die Runde im Fullby klar. Zwei Leute überleben das Ganze. Und die Playing Ducks. Nein, die müssen kaufen. Die können kaufen. Die müssen kaufen. Ja, da kommt er voll bei. Jetzt der offensive Versuch von Seiya mit der MP9. Da ein bisschen close zu gehen. Sinkti. Einfach im Spray dann rein gegen Krimbo. Der freut sich. Und High Kitty hat auch ein super Timing für die Smoke. Beide Entries jetzt aber aufgehalten von Boosty. Nochmal der Double. High Kitty mit dem Spray bekommt einen mehr. Und da ist die Runde durch. Die Playing Ducks mit 4 Überlebenden. Einfach mal ohne Respekt reingegrätscht in die Runde. Und machen da sehr, sehr gute Fracks. Einer nach dem anderen gewinnt hier quasi jeder sein Duell. Und dann geht die Runde auch mal sehr, sehr schnell in Richtung der Playing Ducks.
So, Zeit dieses Mal ein bisschen weiter nach vorne. Playing Dax hier auch wieder mit deutlich besserem Equipment. Euronix muss erstmal wieder ein Eco machen. Das heißt für sie, schwierige Situation. Boostige Klaus an die Smoke, um damit der Pistol Schaden machen zu können. Sync die. Schleicht vorbei. Jetzt hat man den Job auch gehört und weiß, dass was vor Main steht. Wartet aber nur eine Sekunde zu kurz. BMLN ist da und macht alle drei. Und jetzt ist Sync die und Vanek im Crossfire zur Stelle. Und auch da geht die Runde deutlich und sehr flott an die Playing Ducks. 11 zu 9. Und kämpft sich Stück für Stück ran. Bisher gute T-Performance von den Ducks. Und Euronix Gaming weiß noch nicht so wirklich, was sie hier dagegen setzen sollen. Erst eine Runde bisher geholt. Doppel-Aug, Triple M4. Ja, hier von Sync die Prox aber direkt mit dem Ausgleich wieder. Wir haben jetzt über die Rampe. Schön von Heike. Die kommen da wieder über A. Das sind so gute Positionen. Belegt. Retake-Situation für Arnolds und Seiya. Wird gesaved. Für Euronix Gaming. Runde geht ebenfalls an die Playing Ducks. Vanek nochmal gegen Seiya erfolgreich. Und Arnold ist als einziger hier überlebend, der die Waffe durchbringen kann. Starke Performance von den Playing Ducks hier auf der T-Side. Pistols hier gegen gehalten. 1 zu 1. HiKT, BMLN jemals mit starken Dingern, aber Perx ist da und Perx macht 3 und Krimbo gewinnt ebenfalls mit einem Double Kill. Das gibt's doch nicht. Das ging so schnell, dass ich es nicht mal mehr sehen konnte mit dem Autodirector. Und Euronix Gaming gewinnt einfach mit Pistols. Da spielen die Playing Ducks 3 Fullball-Runden. So smart und so solide. Aber dann kommt eine so eine Runde und es klatscht einfach rein. Wahnsinn. Ach,
Schön von Alkitty. Findet wieder die Eröffnung. Schön von den Dark Side Kitty mit dem zweiten. Jetzt wird er umgefahren von Arnold. Star Perks kommt von hinten. Da ist Synkti. Sehr offensive, sehr aggressive Moves jetzt von den Playing Ducks und Euronics Gaming. Kommt darauf nicht so wirklich klar. Sie sind nicht darauf vorbereitet, aus welchen Winkeln plötzlich die Playing Ducks aufgreifen. Und das ist jetzt für sie wieder eine gut 3 gegen 2 Situation. Aber man ist noch nicht in der Nähe eines Spots. Muss die Bombe noch aufheben und sie dahin bringen. Oh, Arnold und Krimbo. Jetzt hat man halt die Bombe gespottet. Jetzt hat man so viel Power. Nochmal mit einem Molo, nochmal mehr Zeit rauszuholen. Synkti. Und die Smoke, es ist so schwer, an die Bombe zu kommen für ihn. Versucht mit der Smoke, sich selber einzusmoken. Kriegt die Bombe auch und rennt, aber er wird nicht mehr bis zum A-Spot kommen, zumindest nicht ungedeckt. Aber Krimbo ist drauf. Und die Runde geht an Euronics Gaming. Super gut nochmal zurückgebracht und super stark ausgespielt. Zu 10. Die Playing Ducks haben jetzt nicht das nötige Geld, um einen Fullbite zu machen. Müssen jetzt auf die Pistols. Für Euronics Gaming die mögliche direkte 14. Runde. Aber dann hat das Team der Ducks wieder Geld. Dann könnten sie sich dagegen nochmal wehren. Verloren ist das noch nicht, definitiv. Und ich finde, sie machen das sehr, sehr stark auf der T-Side bisher gegen Euronics Gaming. Also wirklich Hut ab vor der Leistung von Playing Ducks. Aber natürlich auch von ESG, die auch ihre eigene T-Side überragend gespielt haben. Jetzt will man da schnell runter auf B. Krimbo mit dem ersten Headshot gegen Synkti. Er hat die Position, musste aber den Spray abbrechen, sich wieder zurückziehen. Man versucht Close Iker mit der Tech-9 direkt im Gesicht. Und das könnte sogar ein Bombplant werden. Da liegt das Ding auf dem B-Spot. Und man muss da erstmal reinkommen. Machbar für die Playing Ducks? Ja, schwierig. Auf jeden Fall. Aika wird auch direkt geholt. Das war der mit der Waffe. Alkitty aber erfolgreich mit der CZ. Kann er AWP aufheben und eventuell damit noch was draus machen. Aber er wird sofort gesehen und vom Headshot abgefrühstückt. BMLN ist der Letzte. 1 gegen 3. Den ersten bekommt er mit dem Headshot. Jetzt sehr. Und Perks, die Bombe liegt vor dem Pillar. Das hat man erst jetzt gerafft. Und da wird der Diffuse angesetzt. Da wird der Diffuse durchgezogen und da wird der Diffuse beendet. Runde geht an Euronics und man bekommt noch BMLN. Wichtigste Runde jetzt hier in diesem Spiel. Die Playing Ducks mit dem Full Buy Euronics Gaming auf 14 Runden. Oh, Booster aber auch wieder mit der super starken Eröffnung. Holt sich Haikitty über Outside. Von Perks auf dem Base-Spot. Auch da kommt man nicht schnell genug ran. Kann einen nachsetzen, aber Seah ist zur Stelle. Aber jetzt kommt Synkti und man sieht beide mit dem Kopf. Und das heißt, Seah muss schauen, dass er jetzt irgendwie da unten so ein bisschen unentdeckt bleiben kann vielleicht. Und die Bombe liegt halt super ungünstig für die Playing Ducks. Krimbo mit dem Knife und Krimbo mit dem zweiten. Und damit haben wir ein 15 zu 10. Fünf Matchpoints für Euronics Gaming auf dieser Map. Und die Playing Ducks können nochmal kaufen, haben nochmal ein fünffaches AK-Setup. Reicht es?
um eventuell auf eine Overtime zu kommen. Perks mit dem zweiten, Nanolz mit dem dritten, jetzt will der Autodirector wieder nicht, wir sehen Seiya, aber der macht gerade keine Frags, da ist es nämlich Perks und der macht alle, gefühlt, den Triple Kill zum Abschluss und da ist es das Ding gewesen. Schöne Runde und schöne Map, 16:10 für Euronix Gaming auf Nuke, erste Map damit vorbei und auch weiter die Punkte für... Willkommen zurück zur ESL-Meisterschaft. Wir sind im letzten Match des heutigen Abends zwischen Euronix Gaming und den Playing Ducks auf Inferno. Wir sind direkt drin in der ersten Pistol Round. Die Playing Ducks starten die ersten 15 Runden auf der CT-Seite. Euronix Gaming geht dementsprechend auf der T-Side entgegen. Und ich bin sehr gespannt, ob sich die Playing Ducks hier das 1:1 holen können, ob sie Rache nehmen für den Loss auf Nuke. Das Inferno hier besser über die Bühne bringen. Oder ob Euronix Gaming ein 2:0 draus macht. Boosty mit dem ersten, aber dafür sinkt die direkt zur Stelle. Perks, aber auch mit guten Schellen. BMLN gleicht das Ganze wieder aus. 3 gegen 3 Situation. Die Pistol Rounds bisher sehr überzeugend von den Playing Ducks immer gewesen. Wirklich ein sehr pistolstarkes Team. Zumindest am heutigen Abend. Und da ist der nächste von Vanek. Auch das ein sehr schöner Klick Richtung Side. BMLN hält die lange Kontrolle. Und pusht jetzt über Short, um eben von zwei Seiten quasi die Zange zumachen zu können und da eben noch mehr Druck aufzubauen. Ja, es kommen ein paar Shots mal durch die Smoke durch, aber nichts wirklich weltbewegendes. Muss jetzt aber gucken, dass man den Retake erspielt. Der Headshot von BMLN sitzt sofort und er macht beide ins Gesicht rein. Sehr schönes Ding und damit geht diese Runde an die Playing Ducks. Und man holt sich das 1:0 nach der Pistol Round auf Inferno. Euronix Gaming geht hier auch nicht auf den Force. Hat sich das heute nicht, noch gar nicht zugetraut zu sagen, okay, nach der verlorenen Pistole forcen wir runter für einen 1-1 Go, sondern nehmen jetzt nur ein paar Pistolen in die Hand, schauen, dass wir vielleicht damit noch ein bisschen Schaden machen können und eventuell auch daraus einen guten Value noch zu ziehen. Ja, macht den Track gegen Krimbo. Boosty ebenfalls zu sehen, kriegen jetzt beide Anschlüsse daran. Nolz haben guten Timing, prinzipiell machbar, kriegt da jetzt auch den Headshot durch. Switch nochmal rüber für Short, möchte da ins Gesicht gehen und er macht 2 mit der Desert Eagle. Sehr, sehr schönes Zeugs von Arnold. Trotzdem wird er hier abgeholt und damit ist es sehr im 1 gegen 3. Bringt aber die Bombe noch auf die Side. Definitiv besser als nichts. BMLN jetzt mit dem Sprung, aber einfach dran an der MP9 und das reicht auf jeden Fall für die Runde. Die Playing Ducks gehen hier auf das 2:0. Euronix Gaming aber trotzdem mit ein bisschen Schaden, den man austeilen konnte. Jetzt in der dritten Runde mit dem Fullbuy an der AK. Eventuell sogar eine AWP könnte man sich leisten. Macht man aber nicht. Geht aufs Full Rifle Setup, bleibt da erstmal da. Jetzt geht es da runter, aber es brennt alles in der Banane. Und da kann man jetzt nicht offensiv gehen. Da war einfach zu viel Feuer da. Hi Kitty kann aber dagegen setzen. Bringt nochmal was dazu. Weiterhin aber die Unterzahlsituation für die Playing Ducks. IK hört aber die Steps. Hätte fast den zweiten noch machen können. Zieht sich aber zurück und hat einen guten Fokus noch über Short. Kriegt den zweiten. Weiterhin aber die Überzahlsituation für Euronix Gaming, die jetzt auch mit der Bombe unterwegs sind, aber die liegt noch ein bisschen doof. Ah, schön gerebankt. Gut antizipiert. Es ist nur noch Heike, die 1 gegen 3. Und er zieht sich bereits zurück. Die Runde wird höchstwahrscheinlich hier an Euronix Gaming gehen.
2:1. Aronix holt sich die erste Runde hier mit dem Bombplant, der hochgeht. Playing Ducks bekommen eine Waffe gesaved, reicht aber nicht, um direkt wieder drauf zu halten. Jetzt bin ich gespannt, ob man da nochmal was draus machen kann. Wennig mit der Smack 7, das ist gut. Das ist sehr gut, ich habe es gerade gesehen. Crimbo läuft ihm da komplett in den Schuss und damit hat man eine AK mehr, die man jetzt hier nutzen kann. Aika auch schön durch die Sears und das ist noch eine AK. Und die Playing Ducks sind jetzt gut ausgestattet. Und im 5 gegen 3, das ist eine machbare Runde geworden. Aronix Gaming muss sich neu formieren, muss gucken, dass sie jetzt irgendwie einen Pick finden. Wie zum Beispiel den von Arnold gegen Aika und den Spraydown von Sear, den er doch unter Kontrolle bekommt gegen High Kitty. Damit ist es wieder ein 3 gegen 3, machbar, wieder zurückgeholt. Aber Wennig hat das perfekte Timing eigentlich. Der Step wird aber abgebrochen. Wäre er da oben gelandet, hätte er ihn mitnehmen können. Aber er hat es nicht geschafft. Und Arnolds mit dem Miss-Step im glücklichen Momentum. Und Perks, ja, er sieht beide, einen nimmt er noch mit. Und Zyngdi ist bekannt. Und das heißt, man wird sich jetzt hier zurückziehen auf B-Rennen, wenn man weiß, dass der letzte Spieler bei A ist. Und das wird's nicht sein für Zyngdi. Geht dann nicht mehr wirklich auf einen offensiven Retake. Verliert jetzt auch noch die gesavte AK. Damit zweite Runde Aronix Gaming 2:2 gegen die Playing Ducks. Und ja, damit wieder der Fullby für die Entchen. Starke Molotovs, jetzt noch der Spraydown, einfach reingehalten, die Playing Ducks, das ist die dreiste Runde, das ist die absolut dreiste Runde, Triple Kill für Zyngdi. High Kitty steht da einfach mitten in der Banane und Boosty weiß es glaube ich nicht mal. Boosty weiß es nicht, doch, jetzt sieht er ihn, lässt ihn aber einfach stehen. Und macht beide. Schöner Move von Boosty, um das nochmal ranzukommen. Trotzdem weiterhin die Unterzahlsituation für Aronix. 2 gegen 3. Muss jetzt mit der Bombe schnell zum B-Spot. Das schafft man auch. Und damit liegt das Ding. Schöner Crossfire. Sehr schwer für die Playing Ducks da reinzukommen. Refrag kommt, aber Aika ist da. Boosty mit dem nächsten. Boosty braucht das Ace für diese Runde. Und es ist ein 1 gegen 1 gegen Zyngdi. Und Boosty mit dem Ace gewinnt das Ding für Aronix Gaming. 3:2. Ich habe die Runde schon abgeschrieben nach dem krassen Opening Move von den Playing Ducks. Aber Boosty lässt sich davon nicht beeindrucken. Macht das Ace alleine. Und damit die Runde für Aronix Gaming. Und man geht erstmals auch auf dieser Map in Führung mit 3:2. Wieder kein Geld, Playing Ducks. Nur mit den Pistolen jetzt unterwegs. Perk steht gut. Hat den ersten Crossen sehen und zieht sich ein Stück zurück. Kommt er jetzt mit der Doppelflash raus. Sea muss gucken, dass er rechts da unter Kontrolle hält. Da wird einfach nicht reingecheckt und damit kann man sich hier einen holen. Den zweiten bekommt man aber nicht und das... Uiu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 
verdoppelt das Ganze. Wieder ein bisschen offensiver dagegen zu halten. Da ist die Bombe aber noch recht undeutlich hinten stehen. BMLN relativ offensiv auch da nach vorne. Möchten die Banane wirklich immer so weit es geht unter Kontrolle halten. Und jetzt geht's über lang zu dritt und George. Und das sind gute Moves. Damit rechnet halt Playing Ducks auch nicht, dass man lang jetzt so dreist durchpusht. Und von den beiden Winkeln kann man es auch nicht verteidigen. Da lässt man den A-Spot ein bisschen zu sehr ungedeckt. Das rächt sich. Oronix mit dem Bombplant und die Playing Ducks mit drei Mann, die hier alle erstmal durchsaven werden und gucken, dass sie diese Waffen durchbringen. Aber alle drei Waffen für die Playing Ducks gesaved. Damit kann man eventuell den Aufbau auch in die nächste Runde wagen. Playing Ducks auch jetzt wieder mit Geld. Drei Augis und zwei M4A4s. Aber das Geld ist halt nicht, das wächst halt nicht auf Bäumen da. Das ist auch wieder eine knappe Runde auf der Nullpunktgrenze. Und wenn Aronix hier wieder reinfährt, wird es wieder eine schwierige Situation. Playing Ducks aber schön da hoch auf die Palette gesprungen. Dadurch den Spray gedodged, der durchkam von Seiya. Der überlebt mit einem HP. Aber damage-technisch da auf jeden Fall besser rein. Kann jetzt noch seine Utility benutzen, bevor er stirbt. Und mit der Flashbang kommt der Engage. Und da geht man durch die Smoke Perks. Erfolgreich gegen Aika. Schön von Wendig. Oh, schlechtes Timing. Oh, ist das unlucky. Er hat wirklich perfekt da oben reingescoped, aber Krimbo zeigt sich nicht. Und dann will er die Position wechseln und schaut ihm genau in den Schuss. Da haben wir jetzt wieder eine starke Unterzahlsituation. Ja, bekommt irgendwie nicht. Jetzt aber durch die Smoke. Hi Kitty und BMLN im 2 gegen 5. Das wird wieder ein Save und das wird wieder eine Runde. Euronix Gaming jetzt gerade sehr, sehr, sehr stark auf Inferno. Hält sich da wacker gegen die Playing Ducks. Und jetzt wird natürlich auch gehuntet. Jetzt wird geschaut, dass man vielleicht noch Waffen klaut. Die Playing Ducks haben kein Geld, um viel nachzukaufen. Wenn sie zwei safen, kann man vielleicht forcen. Aber besonders schön wird es auf jeden Fall nicht. Ach, Seiya mit einem HP wird halt sofort umfallen. Vier Mann überleben bei Euronix. Das sind einfach sehr gute Zahlen. Wir sehen es am Geld. 12.000 bei Perks, 12.500 bei Krimbo, 10.000 bei Boosty, 7 und 9.000 bei Arnolds und Seiya. Das Geld ist halt extrem krass im Favor of Euronix Gaming, die da unglaublich viel mitmachen können. Und für die Playing Ducks ist es immer wieder ein Kampf um Leben und Tod. Sie müssen schauen, dass die Waffen safen, wenn die Runde nicht so läuft, wie sie es wollen. Und wenn sie mal komplett außen vor gelassen werden aus einer Runde, dann ist das eben geldtechnisch sehr, sehr schnell vorbei. Und Perks holt sich da direkt wieder den Refrag, während Aika auf der anderen Seite eröffnet. Aber Boosty, er macht halt einfach seine Frags so unglaublich solide. Aika nochmal erfolgreich gegen Arnolds. Jetzt oben aus Balcony hat man sogar auf dem Schirm. So ein bisschen zumindest. Aber Krimbo hat wieder das Timing-Glück des Todes. Kommt da in der Sekunde raus, wo er umgeschaut wird. Boosty kommt jetzt ganz langsam von hinten gepusht. Muss da jetzt die Zange zumachen, aber die Playing Ducks eigentlich mit einer besseren Position. Und Krimbo fällt schnell. Und damit ist es Boosty im 1 gegen 2.
Oh, er lässt sich sehr lange Zeit, wartet darauf, dass er umgedreht wird, macht dann den Frag, geht er wieder stechen ran und schafft den Quickscope Boosty! Das ist der nächste 4K, das ist der nächste Klatsch und das ist die nächste Runde, die ganz allein auf seinen Schultern liegt. Wahnsinn! 13-0-3, die Standings von Boosty, das sind fast doppelt so viele Frags, wie auf der Gegenseite maximal da liegen. Naja, okay, Aika mit 9, aber ansonsten, was ist hier los? Boosty mit einer Wahnsinns-Performance. Auch der war wieder sehr, sehr knapp. Ja, und jetzt ist Krimbo sehr gegen die Pistols da. Nicht viele Chancen. Krimbo mit dem nächsten. Und damit nur noch Haikiti übrig. Haikiti mit dem ersten, Haikiti mit dem zweiten. Dann war es das aber. Ich habe ganz, ganz kurzes Standbild. Ich bin aber gleich wieder da. Muss das nur eben schnell neu starten, weil das hier die ganze Zeit in meinem Kopfhörer leckt. So, da sind wir wieder. Runde 11. 8-2 für Euronics Gaming. Was eine T-Hälfte, jetzt schon wieder. Und die Playing Ducks brauchen jetzt langsam Runden. Und zwar wirklich konfidente Runden, die sie hier rausholen können. Mono mit dazu. Flashbang kommt auch. Jetzt will man mal über die Banane gehen. Hat man von ESG bisher noch nicht so wirklich gesehen, dass sie wirklich die Banane als Kontrolle ausspielen, um den Execute auf A zu setzen. Und Heidi steht da auch gut mit der AWP. Jetzt kommt die Flashbang von oben. Die MLM hat die Position am Balkon hier, aber kriegt daraus nur einen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Das wird reichen für Sea, um die Bombe zu planten. Und damit ist es ein Retake für die Playing Ducks, der nicht so einfach auszuspielen ist, einfach aufgrund der Positionen, die man auf B einnehmen kann. Es kommt jetzt sehr auf den Entry-Frag an. Kann die Playing Ducks den ersten setzen, so wie Haikiti jetzt, dann ist das Ding möglich. Und Haikiti jetzt mit Wahnsinns-Performance! Den dritten kriegt er nicht, aber da ist BMLN zum Glück zur Stelle. Und das reicht für den Defuse. Jetzt mal mit 4 Mann überlebt. Das ist die konfidente Runde. Das ist die Runde, die ich meinte, mal wirklich eine solide Retake-Situation auszuspielen und hier aufs 3-8 zu gehen. ESG weiterhin mit sehr, sehr viel Geld. Ist es egal, wenn die meine Runde verlieren, zumindest was das Equipment angeht. BMNL wird da auch böse rausgezogen, aber macht mit seinem Molo den Schaden. Boosty ist der Erste, der fällt. Dafür aber Krimbo mit dem Headshot indirekt zum Ausgleich auf der anderen Seite. Schön von Wenig, holt sich der Krimbo. Mit einem Klaus auf der Seite. 3 gegen 4. Unterzahlsituation für Euronics Gaming. Wir müssen sich daraus jetzt erstmal befreien. Aber Aika ist da und passt auf. Holt sich Arnolds. 2 gegen 4. Nochmal eine doppelte Smoke. Beiden Seiten für CT. Heike, die pusht einfach durch. Lässt sich da close stehen. Aber die Molotovs sind gut. Jetzt Bierman ein von hinten. Und Heike, die mit dem Headshot gegen Sea. 4-8, die Playing Ducks. Jetzt mal mit ein paar Runden, die sie hier rausholen. Wir haben eine Gamepause.
Und damit ist die Pause wieder vorbei. Und die nächste Fullball-Runde mal wieder für Horonix Gaming, die hier eine Fullball-Runde mit AWP nach der anderen einfach rausnehmen. Und das Geld wird gefühlt nicht weniger. Oh, der Flick ist gut. Er trifft Pax aber nur ins Bein. Damit weiterhin 5 gegen 5, aber zwei Spieler von Auronix ordentlich gehittet jetzt. Molotovs da nicht weit genug gespreadet, um wirklich noch was rauszuholen. Schöner Anfang, aber auch Krimbo ist da. Perks, Manic, treten nach. Und Krimbo macht saustarke Frags, aber es reicht am Ende nicht. Und Perks ist der Letzte. Der Flick von iKitty geht rein. Und damit haben die Playing Ducks die nächste Runde in Folge. Drei Stück mittlerweile auf der Uhr. Und Auronix muss gucken. Einmal Fullball geht auf jeden Fall. Noch wahrscheinlich auch noch zweimal. Maximaler Loser-Bonus ist erreicht. Wenn man Bonplant irgendwie noch reinbekommt, ist das eine komplette Fullball-Hälfte gewesen für sie. Und das heißt jetzt auch natürlich für die Playing Ducks nochmal eine Doppel-Fullball-Situation. Mal schauen, wie die letzten beiden Runden jetzt noch mitnehmen kann. Gut gepusht. Aber nicht hören genug, reicht, um noch wegzukommen für iKitty. Jetzt aber zurück. Beide stehen sich da in der Smoke im Weg. Und BMLN mit dem ersten Frag gegen Krimbo. Damit die Eröffnung über CT viel zu viel Raum. Die Smoke liegt zu weit vorne. iKitty schafft es nicht, gegen Boost hier rechtzeitig ranzukommen. Die Bombe liegt. 4 gegen 4 Retake-Situation. Schwieriges Ding. Das Ding von Perks. Er öffnet das erste Mal. Und Arnolds macht den zweiten. Aber jetzt noch über Construction. Nächster Shot kommt durch. BMLN ist ebenfalls bekannt. Kann da nicht mehr ran. Er kommt nicht mehr rein in die Bombe und kann das Ganze nicht klatschen. Auronix Gaming wird sich diese Runde nochmal mitnehmen können. Und damit, oh, steht da super gut, aber es reicht halt nicht. Boost Days mit der AWP am Start. Und damit haben wir ein 5 zu 9. Aufbau wieder ein bisschen für die Bananenkontrolle. Oh, die Shoulderpicks, aber da ist niemand, den er da wirklich picken könnte. Holt man sich hier wieder die Double Digits über die erste Hälfte. Genauso wie schon auf Nuke. Smog ist gut. Flashbangs passen, wie sie mit dem Eröffnungsshot. BMLN nutzt die Flashbang da ganz gut aus und verbrennt den zweiten. Jetzt kommt noch eine Flash und wieder kommt er rein. Aber dieses Mal hittet sie nicht. Und er muss gucken, dass er irgendwie rankommt. Erstes sitzt, aber da kommen die Headshots, aber da ist die Waffe leer. Er war drauf, aber die Pistol hat auch irgendwann das Magazin Maximum erreicht. Und jetzt über CC hat man genügend Platz, um zumindest den B-Spot mal einzunehmen. Aber die Bombe liegt noch nicht und Aika ist da. Macht den ersten gegen Krimbo und es ist Arnolds im 1 gegen 3. Und die erste geht daneben.
9-6, das ist noch absolut alles offen. Super knappes Ding auch hier wieder. Das kann in beide Richtungen gehen. Aronix Gaming jetzt aber natürlich im Vorteil durch die CT-Seite ein bisschen. So, ja, ich bin schon noch da. Bloß wenn sich die Spieler hier, keine Ahnung, ihre Seitenwechselpause gönnen, dann nutze ich die Zeit meistens, um ein bisschen was zu trinken und zu versuchen, vielleicht mein Zimmer ein wenig runterzukühlen. Das ist nämlich gerade wahnsinnig heiß hier drin. So, deswegen hoffe ich, dass jetzt irgendwann demnächst dann auch die zweite Hälfte startet. Und wir hier sehen, wer am Ende den letzten Sieg davontragen kann. Alle wieder da, alle wieder ready. Und damit sind wir im zweiten Pistol Round Kampf. Hier auf Inferno. Die Playing Decks bräuchten sie, um direkt den Anschluss wieder zu erlangen. Move in Richtung B, steppen in Apartments, um ein bisschen zu baiten, dass Aronix sich da nach vorne traut, aber die lassen sich davon erstmal nicht beeindrucken. Zwei bleiben weiterhin auf B und jetzt kommt die Rotation umso schneller, weil man eben mit diesem Fake-Move gerechnet hat, beziehungsweise ihn relativ schnell durchschauen konnte. Jetzt muss man gucken, dass man den Bombplant relativ fix durchbekommt, on-site auch da, aber es ist einfach Wahnsinn, wie gut die Ducks mit den Pistols sind. Wenig wieder mit zwei super schnellen Headshots und damit ist es nur noch Seja im 1 gegen 5. Der erste fällt noch gegen Aika. Aber das wird er nur mit äußerster Schwierigkeit hier durchbringen. Ah, der Jump nach vorne, aber auch das rettet die Runde nicht mehr. Die Playing Ducks 7-9. Pistol Round abgeholt, Aronix Gaming damit wieder in der obligatorischen
Pistol, Runde Nummer 2 für sie mit den Deagles. Das hat sich jetzt durch alle 4 Pistolrunden bisher so gezogen. Die möchte sich daraus schleichen. Sieht aber jetzt den Spieler auf dem Balkon und ist da auch absolut bereit dafür. Schöne Shots von Synkti und IK. Machen da gleich 2 in Richtung Already. Synkti mit den nächsten Headshots. Da läuft jetzt mit der MAC-10 aber auch. Und damit direkt zum nächsten. Den kriegt er nicht. Boosty ist wieder zur Stelle mit der Desert Eagle. Macht da immerhin ganze 2 Leute weg, aber wird dann ebenfalls gerefragt. Die Bombe wird also gelegt auf dem A-Spot. Und währenddessen macht Aika bereits den letzten Frag klar und die Playing Ducks gehen aufs 8:9. Damit die Doppelflash für die Side IK. Macht den ersten Perks. Kommt ebenfalls rein. Synkti mit einem. Ja, da wird es ordentlich drauf gefahren. Synkti ebenfalls nochmal. Und die Jumps gehen auch durch. Bombe liegt auf dem B-Sports. Einmal mit dem Gaspedal durchfahren. Und dann war es das auch schon. 9:9. Die Playing Ducks werden hier definitiv den Ausgleich erspielen. Und damit ist das Spiel auch wieder dead even. Und die letzten 8 Runden hätte man sich auch sparen können. Beide jetzt im Full-Buy und damit auch komplett wieder auf offenem Fight. Aber erstmal eine Gamepause. Weiß ich jetzt nicht, ob das technisch oder taktischer Natur ist. So, scheint wieder was Technisches zu sein. Ich werde mal nachfragen. Gut, es scheinen wieder Internetprobleme zu sein. Dann haben wir jetzt noch mal eine kurze Pause zum Durchatmen. Gut, Pause an, Dude. Internetprobleme gefixt und wir sind drin. In der 19. Runde. Wieder mit 2 MAC-10s, 3 AKs. Playing Ducks weiterhin mit dem Equipment. Während Oronix Gaming mit Doppel-AWP.
ein ordentliches Loadout aufgestellt hat jetzt. Damit geht der Execute in Richtung B los. Krimbo mit dem ersten Frag gegen Vanek. Möchte sich da durchsetzen. Jetzt ist es ein 4 gegen 5, aber man hat den B-Spot komplett einnehmen können. Das ist ein guter Move von den Playing Ducks. Synky pusht einfach durch. Und es hat lange gedauert, aber er kriegt am Ende den Headshot gegen Krimbo. Und damit ist es ein 4 gegen 4. Retake-Situation schwierig für Aronix Gaming. Schöner Molotov, der hittet gegen beide. Oh, ist das stark gespielt. Und jetzt ist es ein 2-on-4. Sehr schwer für die Playing Ducks, aber man kommt von hinten. Und ich weiß nicht, inwieweit man das auf dem Schirm hat. Das ist hier wirklich quasi aus der CT- und Banane-Seite einer in der Smoke noch steht. Und jetzt kriegt man den ersten IK, aber da, und da sind die zwei Frags von Boost. Er macht es mal wieder mit der AWP und die Runde geht an Aronix Gaming. Die Double Digits mal wieder zuerst erreicht für ESG. So, ihr habt ganz kurz Standbild. Muss mich ganz kurz um was kümmern, aber dann sind wir wieder drin. So, da sind wir wieder. Und damit gehen wir auch direkt in Runde Nummer 20. Die Playing Ducks haben das Geld. Können da also jetzt weiterkaufen, auch mit AWP. Also da wirklich gut dazwischen gehalten. Und das heißt natürlich auch, dass man schauen muss, dass man in der Runde jetzt irgendwie das Ding durchbringen sollte. Um einfach die Kontrolle des Spiels nicht abzugeben, um Aronix auch nicht ins Momentum kommen zu lassen. Da jetzt mit dem Boost aber sehr, sehr clever hin, um die Smoke da abzunehmen. Und das ist super schön gespielt. Perk sieht eine, Perk sieht zwei. Wird nochmal zurückgebankt, aber den Vorteil, den kann ihn keiner mehr nehmen. Damit gegen 4 wird aber ausgeglichen von High Kitty, der da überlang durchkommt. Sehr mit der Aug im Pit. Busti, ah, sieht nur ein bisschen was im Schlitz. Hat auch das Timing-Pech, aber da kommt der Anschuss jetzt durch bis nach High Kitty. Beide jetzt angeschossen. Einen noch mitgenommen, Überzahlsituation wieder negiert von IK. High Kitty mit dem nächsten Shot gegen Busti. Und damit ist es ein 2 gegen 3, sehe aber onside. Bombe rotiert aber mittlerweile bereits zu B. Uiuiui, da hat es kurz bei mir geleckt jetzt, aber der Headshot geht durch und es reicht auch für den Bombplant. Damit liegt das Ding auf dem B-Spot und Seiya muss im 1 gegen 2 den Klatsch angehen. Oh, iCards. Hat den Winkel für CT, lässt sie dann nicht reinschleichen. Die Runde geht an Playing Ducks und damit hat man direkt wieder das 10 zu 10. Das wird ein langer Abend, glaube ich. Die beiden geben sich hier absolut nichts. Ein Hin und Her mit langen, ausgedehnten Runden, die auch echt sehr, sehr knapp sind. Und das heißt, Aronix Gaming muss jetzt erstmal wieder mit den Desert Eagles in die nächste Runde starten. Und die Playing Ducks könnten hier die Führung wieder übernehmen.
Nächste Runde startet wieder. Flying Ducks jetzt mit einer Runde, die sie auf jeden Fall gewinnen müssen, sich aus solchen Runden eben nicht rausbringen zu lassen. Und für ESG wäre es der perfekte Moment, um die Flying Ducks zu brechen, wenn man aus so einer Pistolrunde wirklich den Sieg rausholen kann oder eben sehr viel Schaden macht. Als CT ist das immer möglich. Und Krimbo macht den ersten Boost, den zweiten. Und schon ist der Schaden getan. Und jetzt muss man zu dritt in Unterzahl gucken, dass man irgendwie auf den Spot findet. Und das so schnell wie möglich. Um eben Euronics nicht die Möglichkeit zu geben, darauf noch zu antizipieren. Jetzt bringt Venek hier die AK zu Fall. Und Krimbo zieht rum. Schaut, dass er einen rausbekommt mit der Deagle. Und das ist krass. Ich sage es. Und es passiert. Und da ist die Runde mehr oder weniger sicher für Euronics Gaming. Es ist ein 1 gegen 5 für Venek. Er muss irgendwie jetzt da rankommen. Aber die Bombe liegt eben auch ungünstigerweise auf dem Spot. War ganz gut auf dem Kopf, aber Krimbo ist da mit der AWP. Und das ist fast eine flawless Round für Euronics Gaming mit den guten Waffen. Jetzt haben sie zwei AKs und eine AWP aufgeholt und haben nichts in diese Runde investiert. Das heißt, die Playing Ducks müssen runterkaufen. Und das wird eine teure Geschichte. Nächster Versuch für die Playing Ducks. Jetzt geht es ein bisschen schneller raus. Wollen da ein bisschen mehr Druck machen jetzt. Schöner Headshot, einfach mit Gas durchgefahren. Und er umläuft hier beide und macht zwei. Das ist halt dieses No-Respect-Play, was ab und zu einfach funktioniert. Nächster Headshot-Versuch jetzt hier gegen Perks. Und das ist eine Runde für die Playing Ducks. P-Setup reinzugehen. Nochmal Richtung A. Kommen da auch ganz gut rum. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie den Execute ausspielen wollen. Sie haben Räume über lang, aber nicht wirklich viel. Müssen jetzt gucken, wie sie mit der Flashbang arbeiten, die da auch von Synki nochmal rüberkommen könnte. Und von Aika. Sehr wichtige Position in Pit. Wartet mit der AUG sehr, sehr lange. Wird aber nicht geflasht. Macht dementsprechend den ersten gegen High Kitty. Hat den schönen Shoulderpeak da auch rausgehalten für Balcony. Kann sich einsmoken und weiterhin unter Kontrolle bleiben. Aber die Smoke rettet ihn nicht davor, dass Venek ihn hier pusht. Beziehungsweise sie rettet ihn doch davor, dass Venek ihn hier pusht. Er kommt sogar lebend aus der ganzen Situation raus. Sea lebt immer noch. Aber BMLN bekommt den Refract. Weiß vom zweiten hinter der Ecke. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Eieiei. Alles leckt, alles verschwindet. Und Aika ist der letzte. 1 gegen 3. Jetzt mit der AWP. Schwierige Situation für ihn. Sieht den Shoulder Peak. Jetzt weiß er, dass er da ist. Kann halt den Wallbang nicht versuchen. Das wäre zu dreist. Und jetzt muss er gucken, dass er irgendwie die Bombe plantet. Beziehungsweise eben die AWP safe. Beides klappt hier nicht. Und die Runde geht wieder an Euronics Gaming. 12 zu 12. Ausgleich. Geld bleibt also da. Bei Euronics Gaming können das erstmal weiter aufrechterhalten. Die Playing Ducks haben jetzt auch runtergekauft, haben aber noch Geld auf der hohen Kante. Es dürfte noch für noch eine Runde mehr reichen. Die Ducks eigentlich in der bisher solidereren Position, weil sie ein bisschen mehr Freiräume haben, was das Play angeht. Müssen jetzt schauen, dass sie vielleicht ein bisschen anziehen, das Tempo. Und das kommt jetzt auch mit dem perfekten Timing gegen Arnolds, der da keine Chance hat, den Frag zu ziehen. Aber jetzt wird Perk sehr, sehr wichtig sein. Und er macht den Headshot Nummer 1, er macht den zweiten. Den dritten kriegt er nicht, aber Venek ist da für die Antworten. Das ist wieder die Unterzahlsituation für die Playing Ducks. 2 gegen 3. Bombe Richtung A verschoben, aber da stehen zwei, sowohl Boosty als auch Krimbo. Beide warten nur drauf, dass man sich da zu ihnen bewegt. Ja, beziehungsweise sehr ist das hier. Hat jetzt auch ein gutes Timing für lang und der Headshot sitzt sofort. Und BMLN ist der letzte. 1 gegen 3. Euronics Gaming mit einer starken Runde auch hier jetzt wieder. Und der muss jetzt gegen Krimbo ran. Und das schafft er nicht. Da ist Jave mit dem One-Shot einfach zu stark. 13-12. Euronics wieder in Führung. Die Playing Ducks können noch einmal wahrscheinlich kaufen, wenn sie es darauf anlegen wollen.
Und das machen sie auch. Es wird nochmal runtergeforst. Jetzt ist aber so langsam das Ersparte aufgebraucht. Die Playing Ducks brauchen eine Runde unbedingt, wenn sie hier weiter um den Win spielen wollen. Aronix Gaming jetzt wieder mit ein bisschen mehr Confidence und sehr, sehr guten Runden. Ein bisschen knapper ran, Arnold, aber mit einer guten Pose. Jetzt pusht ihn von zwei Seiten. Keine Chance für ihn dagegen zu halten. Seja mit dem Frag gehen. Wenig, aber Eika direkt mit der Antwort. 3 gegen 3 Situation hält sich da immer noch auf einer relativ ausgeglichenen Chance. Aber Eika hat ordentlich kassiert. 28 HP jetzt noch für ihn. Mensch, nicht los. Wartet ein bisschen darauf, dass Aronix Gaming jetzt mit offensiven Moves kommt. Und das macht man sogar. Boosted fliegt da einfach rein und es wird einfach gewartet. Das war super smart gespielt. Dafür jetzt aber Seja mit einem, Seja mit zwei. Und er macht alles wieder zunichte. High Kitty im 1 gegen 2. Der kriegt den ersten, kann die Bombe auf den Asport bringen. Und muss im 1 gegen 1 gegen Krimbo ran. Der hat noch die AWP, wenn er sie behält. Für diesen Retake. Er könnte für Aronix Gaming hier den Grundstein des 2-0s legen. Kitty auf der Seite, auf der offenen Box. Das heißt, er muss immer rechts und links schauen. Er muss gucken, dass er das Timing erwischt. Und er hat es! Und bekommt hier Krimbo aus der AWP geschossen. Und macht damit das 13:13. Das riecht für mich schon ein bisschen nach Overtime, muss ich sagen. Dieses Spiel ist so knapp. In jeglicher Hinsicht. Aronix Gaming jetzt mit 3 Runden in Folge. Verlieren eine und sind direkt wieder broke. Müssen wieder eine Pistol Round gehen. CT Economy hier einfach super schwer aufrechtzuerhalten. Und jetzt heißt's für die Playing Ducks eine Pflichtrunde hier zu holen. Kitty mit der Eröffnung gegen Krimbo. Die nächsten sind die von hinten. Jetzt kommt der Collapse. Und jetzt wird da auch aufgeschossen. Keine Chance auch über die Mitte noch einen Frag mitzunehmen. 4 gegen 2. Überzahlsituation stark jetzt für die Playing Ducks. Und einmal gepusht. Buff. Da geht's rein ins Gesicht. 3 gegen 2 noch. Und jetzt rennt man da zum B-Spot. Weiß, dass beide auf der anderen Seite sind und der B-Spot frei sein müsste. Und das nutzt man jetzt natürlich. Der Safe dürfte sogar durchgehen, zumindest mit der AK. Trotzdem wird die Bombe hier explodieren. Und damit die 14. Runde auf Seiten der Playing Ducks holen. Und wir haben wieder eine Gamepause. Und wir sind wieder drin. 13:14. Aronix Gaming mit der Key Round jetzt hier im Fullball definitiv. Haben jetzt wieder eine AWP und die M4s plus die gesavte AK aus der letzten Runde mit dabei. Und das heißt, hier jetzt wirklich auf 0 gegangen. Playing Ducks
könnten sich mit dieser gewonnenen Runde auf die 15. schießen und dann hat Euronics Gaming nichts mehr, um dagegen sich zu wehren. Von daher, die Playing Ducks haben den Sieg mehr oder weniger jetzt in dieser Runde in der Hand. Flash noch mal raus. Warte da jetzt sehr, sehr lange auf der Execute. Möchte es scheinbar in Richtung A orientieren. Wichtig ist einfach der Engage. Wo findet man den ersten Anschluss? Also ja, nutzt das Rad da, um die Smoke-Kante für sich selber zu haben. Gut, kann aber dieses Mal nicht genügend Schaden machen. Jetzt wird er gesehen, jetzt wird er gemacht. Panic mit 2 und er kriegt den Double Kill über die Side. Und das ist Aika nochmal mit einem Quickscope ganz knapp dran. Und das ist jetzt aber ein Playing Ducks Execute. Absolut allerfeinster Sahne. Das ist ja absolut insane. 2 Super Flashes, dann die Side geklärt mit Venix. Wahnsinns Headshots. Aika macht den letzten und dann war es das auch mit dieser Runde für Euronics. Keine Chance, was dagegen zu setzen. Krimbo auf B wie immer mit der AWP. Der wird ja auch saven gehen. Braucht gegen 4 Leute gar nichts mehr versuchen. Und damit gehen die Playing Ducks hier auf die 15. Runde und haben 2 Matchpoints für diesen Abend, um ein 1:1 draus zu machen, sich 3 Punkte zu sichern. Krimbo wird jetzt gepusht, man will ihm die AWP nicht überlassen, hat es gehört, der erste schaut sie durch, er versucht schnell rauszukommen, aber das schafft er nicht, Wendig ist direkt da. Und da ist auch die letzte Waffe von Euronics geklaut. Und das ist sehr, sehr wenig Geld bei ESG. Es wird eine schwierige Runde. Und die Playing Ducks haben den Sieg eigentlich auf dem Silbertablett. Und jetzt bin ich gespannt, was Euronics Gaming aus der Runde noch rausholt, was sie damit machen wollen und ob es einen Plan gibt, mit dem Rücken zur Wand sich nochmal dagegen zu retten. Die kommt nochmal dazwischen. Execute wieder Richtung A. Wieder dieselbe Taktik da reinzusetzen. Smoke kommt jetzt aber defensiv von ESG. Und da zieht man sich nochmal zurück von den Playing Ducks. Finde ich sehr, sehr gut, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein bisschen Utility gesehen. Wir wissen, dass da mehr ist als nur 2-3 vielleicht. Und sich dann nochmal dazu zu entscheiden, das Ganze zu ändern und den Execute auch zu ändern. Sync die und wenn ich jetzt aber mit super guten Entries. Und damit ist es Perks auf dem Langspot. Der kriegt hier noch die MP9. Und trotzdem wird in Richtung B weiter geschoben. Man möchte den B-Spot jetzt haben. Doppelflash. Krimbo wird alles oder nichts sein. Wenn er hier ein oder zwei macht, könnte er erst nochmal klatschen. Und er macht den ersten. Ist immer noch unbekannt. Mit der Flashbang kriegt er fast den zweiten. Aber der Frag kommt von BMLN. Und damit ist es jetzt Perks im 1 gegen 2. Er bekommt den ersten, aber wenn er keinen Bomb plant. 10 Sekunden. BMLN hat keine Chance. Die Runde geht an Euronics Gaming. Das ist unfassbar. Wie solche Runden immer wieder und immer wieder beim 15 zu was auch immer passieren. Die Knochenlegel ist einfach echt krass. Sie hatten alle möglichen. Die Playing Ducks haben gegen Fullbys mit Doppel-AWP-Setups gewonnen. Aber gegen 3 Pistols und 2 MP9s ist es wieder mal nicht drin, das Spiel zu beenden. Und Euronics Gaming jetzt mit dem gleichen Buy-Setup wie die Playing Ducks, die auch nochmal eine Runde mehr sparen müssen. Und
Und das heißt, 30. Runde mal wieder heute. Das wieder zu A gehen und den Execute von der vorletzten Runde noch mal kopieren. Erster geht auch wieder für Heike, die drauf. 5 gegen 4. Damit das Setup wieder gesetzt. CA macht aber dafür einen über B. Jetzt wird sich hier über CT komplett verschoben. Man versucht die Eröffnung zu finden. Arnolds und Venom aber dazwischen. Sea ist der Letzte und das wird schwierig. Muss jetzt mit der OMP im 1 gegen 1 gegen High Kitty. Und das ist Onside der Fight. Sea hat sich dahinter Graveyard versteckt. Der Molotov ist komplett fehlplatziert. Und jetzt kommt er und jetzt hat er es. Nein, er kriegt den Kopfschuss nicht durch. Und High Kitty ist low und er gewinnt das Ding. Das gibt es nicht. Er hatte die Runde zu 300% sicher und schießt nicht ins Gesicht.